die magischen 2 Sekunden, bis der User erkennen muss, um was es auf einer Webseite geht. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREMAGE und Sie schauen Website-Marketing.ca. Man sagt, das ist eine Regel, dass man 2 Sekunden sich Zeit nimmt, um herauszufinden, was auf einer Webseite die Relevanz ist. Das heißt, um was es auf einer Webseite geht. Sie kennen die Sites, steht oben im Titel herzlich willkommen. Da kenne ich noch nicht, um was es geht. Die Suchmaschine übrigens auch nicht. Da ist es schlecht. Das heißt, ich muss möglichst schnell eben in den 2 Sekunden sehen, was das Thema ist, was die Relevanz ausmacht, damit ich dann auch auf der Seite draufbleibe und nicht wieder wegklicke. Merkt übrigens auch Google, wenn ich von der Anzeige, von der AdWords-Anzeige aus komme, dass ich gerade wieder zurückkomme. Das heißt dann irgendwie passt die Anzeige nicht zur Zielseite und die Qualität der Anzeige wird heruntergestuft. Ich habe ungefähr 8 Seiten aufgemacht. Ich klicke die im 2-Sekunden-Takt durch. Die schauen Sie uns nachher in Ruhe nochmals an, damit Sie sehen, ob Sie es erlegt haben, was eben auf der Seite die Relevanz war oder nicht. Starten bei der INM und ich gehe im Rhythmus durch. Gut, das erste war mein Müsli. Ich denke, wenn man den Titel liest, erkennt man, um was es hier gehen könnte. Da oben steht doch noch, dann noch drin dein individuelles Müsli. Ich denke, das passt. My Swiss Chocolate, der Name sagt schon, da steht hier oben drin. Hier steht jetzt in dem Fall Schoki kreieren drin. Ich sehe hier diese Schokolade, da ist auch die Relevanz in 2 Sekunden drin. Dann bin ich bei koala.ch. Ein Portal, auf dem ich Schuhe kaufen kann. Es kommt hier ein bisschen drauf an, welches Key Visual drin ist. Kann ich hier noch eine Vespa kaufen oder gibt es hier Socken zu kaufen? Aber grundsätzlich sehe ich auch hier relativ schnell, dass ich Schuhe kaufen kann. Das ist ein Klassiker. Ich muss ja nicht immer die bekanntesten Shops nehmen, die es gibt. Ich habe mal nach Rechtsanwalt auf Google gesucht, bin dann irgendwie auf die 4. Seite gegangen, habe hier drauf geklickt. Die Seite ist, ich sage mal, designmäßig nicht mehr State of the Art, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, aber hier steht drin, suchen Sie einen Anwalt in Zürich, Punkt, fertig. Das sind die beiden Herren, die sich anzubieten haben. Das passt, ich erkenne hier in 2 Sekunden, um was es geht. Da bin ich hier auf einen Vermögensverwalter, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich habe hier zwar oben das Portfolio Consulting, da geht es um Portfolio, das kann ich erkennen, hier unten steht Vermögensverwalter drin, aber hier das Bilanz ein bisschen steht mir ein bisschen zu stark raus, bin ich also nicht ganz sicher, um was es hier geht, müsste ich weiter reinklicken. Dann hier, das sind vor allem Family Office, Corporate Finance, das sehe ich hier auch nicht auf den ersten Blick, da steht Tradition und Wertbeständigkeit. Da links drüben, da steht eigentlich das, um was es geht. Wenn ich das erkenne, ist gut, wenn ich hier nur das Bild anschaue, wird es mir nicht reichen. Dann hier Prodeco, kennt man eigentlich, trotzdem, das ist ein klassischer Herzlich Willkommen-Webseite, passt überhaupt nicht. Da müsste was drinstehen, und zwar was die Firma anbietet. Macht sie nicht, macht sie vielleicht hier unten drin. An dem könnte ich es noch erkennen, wenn ich Glück habe. Und dann noch die letzte Seite, auch hier bin ich reingegangen. Da geht es ums Thema Gesundheit auf dieser Webseite drauf. Aber auch hier steht wieder oben ganz fett herzlich willkommen drin. Das nützt mir relativ wenig. Da müsste ich jetzt ziemlich lange lesen, bevor ich erkenne, um was es geht. Außer ich sehe hier, dass auch jemand massiert wird und gehe dann davon aus, dass es sich hier um eine Massagepraxis handelt. Das also die Sites, die ich durchgeklickt habe. Machen Sie mal bei Ihrer Webseite den Test. Geben Sie die mal raus, schicken Sie den Link ein paar Leuten. Fragen Sie sie, ob sie noch 2 Sekunden erkennen würden, um was es auf Ihrer Webseite drauf gibt. Logischerweise am besten Leuten, die noch nie drauf waren oder die nicht unbedingt wissen, was sie machen. Dann finden Sie raus, ob die 2 Sekunden reichen oder nicht. Die sind entscheidend, denn sonst ist der Besucher wieder weg. So viel zur Relevanz und den 2 Sekunden. Kommentare wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr meinen Channel hier abonnieren. Mein Name Philipp Sauber. Ich bin von der IREMAGE und Sie haben Website-Marketing.ca geschaut.